Hallo allerseits und ganz herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Heute mal wieder nicht live, denn wir sind kurz vor Halloween unterwegs im schaurigen Hamburg. Und wir haben euch aber versprochen, dass wir immer um 19 Uhr am Sonntag dieses Wochentaroskop veranstalten. Deshalb müsst ihr noch einmal mit uns aus der Retorte vorlieb nehmen. Wie geht es dir, lieber Roé? Ja, es geht mir wunderbar in diesen Zeiten der öffnenden und offenen Schleier. Und ja, ich freue mich auf den heutigen Taroskopabend, aber ich freue mich auch schon auf die kommenden Videos und die werden ganz spannend werden. Ja, unter anderem hast du ja erzählt mir, dass ihr mit den Tarot-Männern demnächst live geht, wieder im September oder war das Oktober? Im Oktober ist das ja ausgefallen. Im Oktober konnten wir leider nicht, nee, aber wir werden uns auch dem Thema Zeit widmen. Alles klar. Ja, mehr dazu vielleicht nochmal in unserem Break zwischen den Tierkreiszeichen. Mal sehen, wie wir das heute schaffen. Wir gehen jetzt einfach los und starten mit dem astrologischen Teil. Was erwartet uns in dieser Woche astrologisch gesehen? Tja, was soll ich euch sagen? Nachdem wir ja eine sehr aufregende letzte Woche hatten mit dem Übergang in den Skorpion, mit Neumond in Skorpion, mit Jupiter, der wieder in die Fische zurückgegangen ist und heute am 30. Ja, da ist auch ein großer Moment, weil der Mars rückläufig in den Zwillingen geworden ist. Ja, nach all diesen wilden Ereignissen wird es in der kommenden Woche ruhig. Morgen, Montag, ist Halloween. Die Schleier, wie Roé schon gesagt hat, sind da besonders offen. Und außerdem haben wir einen sogenannten Portaltag an diesem Montag. Dienstag und Mittwoch sind aller Heiligen und aller Seelen. Wir haben also auch eine Reihe von Feiertagen, je nach Bundesland in der kommenden Woche. Wir haben ja morgen hier in Hamburg unseren Feiertag. Und die Protestanten wieder. Die Protestanten, genau. Und ansonsten passiert astrologisch gesehen in dieser Woche nichts. Du meinst so richtig Stillstand? Es ist Stillstand. Nix. Und wir können uns... Kein astrologisch hin und her wappeln? Genau. Und wir können uns ganz genau darauf konzentrieren, uns mit der Anderswelt zu verbinden, Nachrichten aus der Anderswelt zu empfangen und das zu genießen. Und Roé, du hast ja hier schon den Spirit Guide bereitgelegt. Ja, woher kommt denn der diesmal? Das ist aus dem Deck Fallen Angel von Nigel Suckling. Das sind Karten, die ich immer gerne wieder herauskrame zu den Schleieröffnungszeiten. Ich finde sie ja immer sehr schön, allein schon die Rückseite. Ja, das ist genial. Genial. Ja. Stimmt auch so ein bisschen auf die ganzen Friedhofstouren ein, die wir machen. Unsere haben wir ja schon erledigt, wenn ihr dieses Video seht. Aber, Roé, das ist ja nur die Rückseite. Was gibt uns denn die Vorderseite für eine Nachricht? Schauen wir mal, was der Spirit Guide uns für die nächste Phase so mitgibt. Ach, auch geil. Wow. Nummer 50, Resolution. Was schreiben die denn bei der Nummer 50? Ja, es ist ganz spannend. Also das ist der Engel Wollak oder Wallak. Er ist dem Feuer zugeordnet und er wird vom Planeten Merkur bestimmt. Aha. Das passt natürlich hervorragend dazu, dass wir mit der Anderswelt kommunizieren in der kommenden Woche. Darf ich kurz was fragen? Mhm. Ist das Französisch Wallak? Das weiß ich nicht. Weil das L groß geschrieben ist. Ich bin mir nicht sicher. Also okay. Ich glaube, vielleicht sind das einfach geschändelte Namen. Okay. Das Motto der Karte ist Resolution, also Entschlusskraft im weitesten Sinne übersetzt. Er ist ein kindartiger Engel, Wallak, der oft in Visionen auf einem zweiköpfigen Drachen reitend erscheint. Sei weiblich, she guides you to hidden treasures, sie führt dich zu verborgenen Schätzen, manchmal wortwörtlich, aber sehr oft auch zu Geheimnissen, Schätzen deiner Seele. Du bekommst durch sie tiefe Einblicke in etwas, was dir lange verborgen geblieben ist. Okay. Sie kennt die Versteckplätze oder die Verstecke der Schlangen und kann sie dir in handzahm in die Hand legen. Diese Schlangen stellen vergrabene Wahrheiten dar,
die dein Leben vergiften, wenn du sie ignorierst. Aber wenn du sie befreist, wirst du leichter und lebendiger durch dein Leben gehen. Ja, passt ja gut zu unserer Phase, in der wir gerade sind. Ne? Ich finde auch. Also sich cool. mit den Dämonen auseinandersetzen, ja. die auch aus der Anderswelt mhm. herüberschwappen können. Ja, aber auch darauf vertrauen, dass alles gut wird. Ne? Mhm. Weil wenn du darauf vertraust, dann wird dir aus dieser Bestie ein handzahmes Tier. Ganz genau. Also von daher hast du mal wieder eine sehr schöne Karte gezogen, Dankeschön. Wie ich finde. Und das stimmt uns doch jetzt richtig gut darauf ein, durch den Tierkreis zu reisen. Und da nehmen wir natürlich in dieser düsteren, stillen Woche die Karten. Ich muss hier mal kurz was umstellen. Ich sollte mir abgewöhnen zu reden und zu versuchen, die technischen Dinge zu erledigen. Dazu nehmen wir in dieser Woche mal wieder das Darkwood Tarot. Denn das passt einfach super gut durch die düstere Zeit, in der wir uns jetzt bewegen. Und wie üblich reisen wir durch den Tierkreis und beginnen da mit dem Widder. Lieber Rui, genau, die Triangel hat heute Urlaub und daher... Dann haben wir heute eine Klangschale. Mach's doch nochmal, weil es schön war. Sehr schön. Und ich muss aufpassen, dass es niemand das Trommelfell zerfetzt, wenn wir da klangeln und bammeln. So. Und ja, astrologisch gesehen, lieber Widder, hast du ja gerade gehört, Mars, dein Herrscher, geht jetzt rückwärts in die Zwillinge, in den Zwillingen. Das ist seit heute der Fall. Und ja, für dich bedeutet das, dass die Entschlusskraft, die dich in den letzten Wochen durch die Zwillingsenergie, durch diese strategische, klare Energie getrieben hat, nun ein wenig gebremst wird. Du kannst dich ausgebremst fühlen, gerade in dieser Woche, die ja sowieso viel Stillstand hat. Und im Laufe der nächsten Wochen wirst du dich sicher daran gewöhnen, dass du mehr über vergangene Themen nachdenken musst, vielleicht auch Sachen aufarbeiten musst aus der Vergangenheit, anstatt jetzt nach vorne zu drängen. Stell dich einfach darauf ein, dass du bis Januar eher so in Slow Motion als in Fast Motion agierst und dadurch vielleicht aber auch einige Fehler vermeidest. Ansonsten hat sich Jupiter ja nun verlassen. Er ist in die Fische gewandert und auch die Energie aus der Waage ist raus. Du hast eigentlich so freie Bahn, um dich vielleicht wirklich besonders mit vergangenen Themen auseinanderzusetzen. Und Rohe erzählt uns, welche Karte dir dabei hilft. Ja, wir haben hier die vier der Stäbe. Man sieht sie sehr schön als Fackeln an dieser Brücke. Und die Person, die dich symbolisiert, sitzt ein bisschen so verlassen unter der Brücke und gibt uns, liebe Wiedergeborenen, als Information mit. Ja, erlaub dir, diesen Schutz, der sich über dich spannt, mitzunehmen. Im Hintergrund sehen wir nämlich schon die aufgehende Sonne. Also wir sind noch im Verschatteten, oder ihr Wiedergeborenen seid noch im Verschattenen, das, was Kirsten gerade astrologisch auch erwähnt hat. Aber es zeichnet sich schon am Horizont eine Morgenröte ab. Also vielleicht sich erlauben, dieses innere Feuer weiter am Brennen zu halten. Man sieht auch da im Hintergrund ein Lagerfeuer. Also von daher gesehen, ganz so schlimm schaut es nicht aus. Vertrauen wäre Thema der Woche. Ich finde, es passt gut dazu, dass Mars jetzt in den Rückwärtsgang geht. Die Karte ist ja dem Widder zugeordnet. Ne? Venus im Widder. Und passt für mich super gut, dass wir jetzt erstmal uns hinsetzen und zur Ruhe kommen und über Dinge nachdenken aus der Vergangenheit. Ja, sehr schön. Und dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Wiedergeborenen. Sehr gut. Maestro? Sehr zaghaft. Ja, die Stiere, die wollen es vielleicht ein bisschen zärtlicher. Ja, liebe Stiere, für euch ist es natürlich wichtig, dass nicht nur eure Herrscherin, die liebliche Venus, sondern auch Sonne
und Merkur durch euer Gegenzeichen Skorpion reisen. Für euch bedeutet das, dass ihr viel vom Außen gefordert werdet. Das kann sich angenehm anfühlen. Venus im Außen kann sehr flirtig sein, kann euch inspirieren zu Spaß. Auf der anderen Seite kann es auch bedeuten, dass ihr in einer Form gefordert werdet, die euch nicht so passt. Egal wie es ist, auf jeden Fall kommt ihr durch das, was im Außen geschieht, jetzt sehr gut aus dem Quark, ergreift diese Chance. Euch betrifft dieser rückläufige Mars nicht so wie viele andere Zeichen. Ihr habt wirklich die Gelegenheit, Dinge voranzubringen, die ihr gerade wichtig für euch findet. Und Rohe wird uns erklären, wie sich das mit Hilfe der Karten umsetzen lässt. Oho. 9, der Schwerter. Und für all jene, die diese Karte so unheimlich finden, für alle, die da so Widerstände in sich spüren. Liebe Stiergeborenen, diese Karte hilft euch, eure Erdgebundenheit, eure oft auch als so langwierig und langsam geltenden Anlagen mal in Worte zu packen. Erlauben euch mal, eure Fantasien spielen zu lassen. Erlauben euch, genau jetzt in dieser Zeit der offenen Schleier, mal euch auszuprobieren mit anderen Techniken. Geht mal weg von eurer Trägheit und erlaubt euch mal ganz närrisch andere Ideen umzusetzen. Und ich bin überzeugt, mit diesen Energien der neuen Schwerter habt ihr intellektuell genügend Freiraum, um das auch umzusetzen. Ja, die 9 der Schwerter ist Mars in Zwillingen zugeordnet. Also vielleicht dann doch nochmal der Hinweis, dass auch euch Mars in Zwillingen betrifft. Denn für mich ist diese Karte ja auch so wirklich die Aufarbeitungskarte von alten Themen. Ja. Und auch das Aussprechen, was man verändern möchte. Und dazu fällt mir ein, dass wenn ihr so von außen jetzt viel Druck bekommt, ihr vielleicht wirklich mal eure Wahrheit aussprechen sollt und nicht irgendwie sagt, vernebeln, auf die lange Bank schieben, aussitzen, also von da gesehen, stimmig dazu. Ja, sehr schön. Ja, dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Sehr gut. Ja, jetzt kriege ich da richtig Stress, wenn ich da gleich 3 Dinge gleichzeitig machen darf. Dann kommen wir jetzt zu den Zwillingen und die sind ja sehr gut darin, 3 bis 4 Dinge gleichzeitig zu machen. Und die Zwillinge, liebe Zwillinge, na, für euch ist es besonders wichtig, dass Mars in eurem Zeichen rückläufig wird. Er hat euch in den letzten Wochen unterstützt, präziser und schneller mit den Dingen voranzukommen, als das sowieso bei euch der Fall ist. Aber jetzt, wo er den Rückwärtsgang eingelegt hat, werdet auch ihr ein Gefühl des Ausgebremstseins wahrnehmen. Ihr tut gut daran, nicht brachial zu versuchen, die Dinge zu erledigen, die ihr unbedingt erledigen wollt. Vielleicht ist es auch für euch gut, nochmal zu überprüfen, ob ihr überall auf dem richtigen Weg seid und Troubleshooting zu betreiben. Merkur, euer Herrscher, ist jetzt ja auch im Skorpion. Auch das spricht dafür, dass ihr jetzt aufgefordert seid, nicht nur an der Oberfläche der Dinge zu kratzen, sondern in die Tiefe zu gehen und eure Kommunikationsfähigkeit vielleicht dafür zu nutzen, Nachrichten aus der Anderswelt zu erhalten. Und Rohe zeigt uns eure Karte. Oder wie man das machen könnte. Ganz genau. So, wie kann man es tun? Ja, wir haben hier die 7 of Wands, also die 7 der Stäbe. Wir haben hier die Kraft, feurig nach vorne zu gehen. Ihr habt die Möglichkeit, Dinge zu erhellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese weibliche Energie, die wir hier auf der Karte sehen, die wäre für euch angesagt, dass ihr sie nutzt. 7 der Stäbe ist auch so diese trau dich doch Karte, spring doch mal, ne? Erlaub dir mit deiner Energie Neues. Und man sieht schon, die schaut in ihre Zukunft, die hat da eine Fackel in der Hand und erhält da ihr Umfeld. Ja, also sie ist mutig, geht in den Wald, deckt auf, was es aufzudecken gilt, auch vielleicht auch aus ihrer Vergangenheit. Und bringt vielleicht auch anderen Licht. Ne? Ja,
Oder vielleicht bringt sie auch sich selber Licht, ne? Wo sie eben ihre vielleicht dunklen Ansätze erhält, um da Klarheit zu erhalten. Ja, finde ich super spannend. Und mit diesen Worten wünschen wir allen Zwillingsgeborenen eine wunderschöne Woche. Bisher waren die Karten sehr interessant, wie ich fand. Also die passen auch wirklich gut. Moment, du musst schon warten, bis ich das weggemacht habe. Bin halt so aufgeregt. Also Konzentration bitte. Jetzt geht es immerhin um ein ganz besonders wichtiges Zeichen, nämlich den Krebs. Ja. Ja, lieber Krebs, du hattest ja wirklich einen super Mond jetzt in der letzten Woche. Neumond in Skorpion mit einer Sonnenfinsternis, da solltest du auf deine Kosten gekommen sein. Und ja, du kannst jetzt einfach davon profitieren, dass du immer noch das nachspürst, was da für dich Neues, Tiefgründiges gestartet ist. Ansonsten ist astrologisch wirklich für dich gerade nicht so viel herauszuholen. Und deswegen kann ich gleich an Roy übergeben, der dir etwas aus der Welt der Karten zu berichten hat. Ja, und wir haben, wenn es recht sein sollte, die 5 der Stäbe. Ich sehe die ja lustig aus. Ja, wir haben da so einen riesigen überdimensionalen Pilz und darum tanzen ein paar Drachlein. Wie ist die Verkleinerungsform von Drachen? Dracheli? Es gibt keine Verkleinerungsform von Drachen. Drächleins. Egal. Diese Karte gibt uns wieder den Auftrag, gibt euch, liebe Krebse, den Auftrag, erlaubt euch mal, euch zu messen. Geht weg von dem, ach, ich bin zu fein, ich bin zu klein, mir soll nichts passieren. Nein, erlaubt euch mal etwas, traut euch, messt euch mit eurem Umfeld. Ihr habt die Möglichkeiten, ihr habt die Chancen, ähnlich wie beim Stier, der sich da ein bisschen aus seiner Komfortzone rausigeln sollte, solltet ihr das auch tun. Ja, ich versuche das immer noch mit den 5 der Stäben in Verbindung zu bringen. Also da, die kämpfen alle irgendwie um diesen Pilz da, ne? Nee, ich glaube, die messen sich darum, wer in dieses Pilzhaus einziehen darf schlussendlich. Okay, es geht also irgendwie um, die streiten sich um den Pilz. Oh, oh. Wer am Abend dann den Pilz essen darf, keine Ahnung. Mhm. Dass aus dem Trächleins ein Drache wird. Okay, also das ist eine Karte, die sich mir jetzt auf den ersten Blick nicht ganz erschließt. Aber, liebe Krebse, ihr seid ja das Zeichen der tiefgründigen Meditation. Also da habt ihr jetzt eine Aufgabe findet's für die kommende Woche. Findet es raus, auch wenn es nur für Kirsten ist. Oder auch für dich vielleicht. Mir ist es ja klar, die messen sich darum. Liebe Krebsgeborene, das waren unsere Worte für eure nächsten Tage. Der Löwe ist an der Reihe. Lieber Löwe, für dich gilt dasselbe, was ich schon zu Krebs gesagt habe. Du hattest in der letzten Woche 2 wichtige Dinge. Die Sonne ist in den Skorpion gewechselt, deine Herrscherin. Und ja, dann hattest du auch noch den Neumond mit Sonnenfinsternis. Also du müsstest dich eigentlich wie neu geboren fühlen in dieser Woche. Und mit diesem Zustand kannst du dann hoffentlich auch gut durch die Zeit der geöffneten oder der wahrnehmbaren Schleier der Anderswelt ziehen. Jupiter, wie gesagt, ist raus aus dem Widder, das tut dir auch gut. Das fällt mir ein, dass das für den Krebs natürlich auch angenehm ist, dass Jupiter jetzt in den Fischen ist. Er behindert dich nicht mehr, weil er war ja im Rückwärtsgang. Und von daher kann Roy uns jetzt erzählen, wie du gut durch die kommende Woche kommst. Mit den wahrnehmbaren Schleiern. Schauen wir uns das mal an. Ui, die Karte will gar nicht sich wenden. Nine of Cups. Ja. Wasserenergie. Und nicht irgendwelche, sondern schon erwachsenere Wasserenergie. Ja? Ritter. Und der Bursche da, der weiß schon, wie er sein Picknick, was sich da im Boden abzeichnet, auch umsetzen kann.
Er hat es in seiner Kraft, er hat es in seiner emotionalen Erklärung und er gibt euch Löwen, er sitzt nicht irgendwie da, nee, das wird den Löwen überhaupt nicht passen, sondern er repräsentiert, er hat einen roten Mantel um, was auch für den Löwen wunderbar ist. Und hier habt ihr, wie Kirsten schon angekündigt hat oder angesprochen hat, mit diesen emotionalen in der rechten Hand ganz klar die Möglichkeit, hier wieder in eure Kraft zu kommen. Punkt. Ja, ich frage mich, warum er da diesen Picknicktisch hat, zu der jemanden einladen, sich zu ihm zu setzen oder so, ne? Ja, also es ist ja schön, ja, also doch Käse und Wein und hast du nicht gesehen, also das, also er hat ja auch so Mr. Spock-Ohren, also das ist ja eigentlich keine Person, sondern es ist ja eher so eine, Elb. ja, was immer. Also ich habe das Gefühl, hier bin ich eingeladen, Platz zu nehmen und mich mit ihm zu unterhalten. Der Ritter der Kelche wird ja auch gern als Herzensmann bezeichnet. Hui. Ja, vielleicht gibt es ein romantisches Interesse hier in irgendeiner Form. Ja, Halloween und romantisch. Dazu fällt mir ein, dass Saturn wieder direktläufig durch den Wassermann, das Gegenzeichen des Löwen, läuft. Also vielleicht kommen hier Dinge in Bewegung auf der Herzebene, die länger liegen geblieben sind. Oder dieser Ritter der Kelche ist euer eigener Herzensmann in euch, der mit euch wieder stärker in Kontakt kommen möchte. Wie immer, alles ist möglich, nichts ist fix. Und darum, liebe Löwegeborenen, wünschen wir euch für die nächsten Tage wunderschöne, emotionale Momente. Und dies waren unsere Worte für euch. Die Jungfrau kommt als nächstes an die Reihe. Liebe Jungfrau, was ist für dich wichtig? Für dich ist wichtig, dass Jupiter jetzt wieder in deinem Gegenzeichen Fische unterwegs ist und dich nochmal dazu inspiriert, Träume aus dem Frühjahr hochzuholen, vielleicht auch mit anderen Menschen etwas zu verwirklichen, oder du wirst von anderen Menschen angeregt, deine Träume zu verwirklichen, die du ja nicht erfüllen konntest während der Sommermonate. Das andere, was für dich interessant ist, ist, dass dein Herrscher Merkur jetzt im Skorpion ist. Es hilft dir, noch präziser, noch genauer hinzuschauen bei den Projekten, die du planst im privaten und im öffentlichen oder beruflichen. Und ich bin gespannt, welche Nachricht die Karten für dich haben. Ja. Tada. Ja, wir haben diesmal eine sehr interessante 10 der Schwerter. Und dies, liebe Jungfrau Geborenen, ist vielleicht euer Auftrag in den nächsten Tagen, mal wirklich kommunikativ zu werden. So wie wir es schon mal heute gehört haben, bei den Stieren, würde ich euch empfehlen, vernebelt nichts, macht da kein aus eurem Herzen eine Mördergrube, sondern haut raus, was euch bewegt. Kirsten schaut gerade im Büchlein nach, was dazu geschrieben wurde. Also sie umschreibt die Karte mit Tod des Egos. Es geht darum, wenn das ein Abschluss von etwas stattgefunden hat, dass eine Lektion gelernt wurde und dass ein Gedankenmuster ausgelöscht wurde. Also hat was von einer Tabula Genau, was Rasa-Energie. ich sagte so, jetzt ist nicht das Umdrehen, Weggehen, nicht darüber reden Thema, sondern jetzt muss das gesagt werden, jetzt soll es Ja. ausgesprochen werden, auch wenn es weh tut im ersten Moment, aber es ist der erste Schritt zur Heilung. Ja. Finde ich auch. Also es ist sehr drastisch dargestellt, ne? Aber wir Ja. müssen immer daran denken, Schwerter sind unsere Gedanken. Und es geht jetzt hier gar nicht darum, dass irgendwas Körperliches passiert, sondern oh, das Gefühl, das ist, wenn Dinge nicht funktionieren. Und wenn wir uns erinnern, bei Wade liegt die Person ja am Rücken. Hier hat sie sich auf den Rücken gedreht, die Person, also von da gesehen, ein Hinweis, dass die
Möglichkeiten bestehen, sich zu verändern. Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Und mit diesen Worten wünschen wir den Jungfraugeborenen eine wunderbare kommunikative Woche. Genau. Vielleicht drehst du das Bild um, damit wir uns in die Trinkpause begeben können. Wir drehen es weg. Und wir nehmen es weg. Und ja, du hattest ja vorhin gesagt, dass du mit Armin was über Zeit machst. Ja. Was heißt das genau? Wir unterhalten uns über die geheime Zeitlinien. Geheime Zeitlinien in den Karten. Das ist ja, finde ich, sehr spannend. Ja, dazu haben wir auch schon ein Legesystem uns ausgedacht, kreiert. Und wir werden dann zuerst mal uns über Zeit unterhalten und diesmal auch ganz was Neues machen, was wir noch nie hatten. Wir werden jemanden einladen, den wir dann in seine Zeitlinien schauen. Das finde ich sehr interessant. Ich bin neugierig, wie das wird. Wir werden ja in der kommenden Woche auch einiges machen. Ja. Wir haben sogar eine kleine Ankündigung, die, ja, da sagen wir jetzt noch nicht so viel zu, aber es macht eine Sinn. Eine kleine Ankündigung, wir sagen noch nichts dazu, aber ja, man erhöht überhaupt nicht den Druck. Wir haben in der nächsten Woche eine Ankündigung, aber da ich noch nicht genau weiß, wie wir das machen und wann, sage ich dazu nichts weiter. Ihr müsst halt auf diesem Kanal immer wieder mal vorbeischauen. Genau, am besten installiert ihr die Glocke, da oder da, oder ihr schaut jeden Tag morgens und abends auf unseren Kanal, was hat sich verändert, und wir werden in Zukunft auch gucken, dass wir unsere Videos bei Armins Kanal einstellen, damit dort seine Community auch Dinge hat. Aber das ist eine reine kleine Technikkeit, das muss ich nicht ankündigen, das passiert dann. Anders. Ja, sobald Armin einen Kanal hat, hatte ich ihm ja schon angeboten. Er hat schon Kanäle, also der hat solche Kanäle, da wissen wir gar nicht, wie man drauf schippern kann. Ja, das finde ich gut. Eine andere Sache noch, ihr wisst, dass ich kommenden Sonntag in Bayern bin und das bedeutet, dass ihr noch die Gelegenheit habt, am Sonntag, das ist der 6., mit mir und Christopher über den Waldfriedhof in München zu laufen und dort spannende Sachen zu erleben. Die Schleier sind ja dann auch noch geöffnet. Die andere Tour, die wir am Sonntag machen, durch die Innenstadt Münchens, Hamburg ist dann irgendwann, die ist ausverkauft. Aber beim Waldfriedhof gibt es noch einige wenige Plätze, also wenn ihr Lust habt, das zu erleben. Und dann, wenn ihr die beiden erleben wollt, zu einem wunderbaren, mystischen Zeitpunkt und auf einem wundermystischen Ort. Ein wundermystischer dann Ort. Dann gibt es nur eins, Leute, schlagt zu. Ich bin ganz neidig, dass ich nicht dabei sein kann, denn einer ist abgestellt worden zur Hütung des Hauses. Ne? Also ich darf da die Hester spielen, ne? Oder Wester oder wie auch immer. Egal. Ich werde hier in Hamburg die Stellung halten und ich habe keine Zeit. Und Kirsten ist weg. Ja, Männer, Wochenende. Ich werde mein Bier. So, wir machen jetzt einfach weiter. Achso, ich bin wieder dran, ne? Es ist so aufregend, wenn ich Klingel und Karte und Interpretieren auf einem machen kann. Hui. Liebe Waage, du bist jetzt dran und für dich ist halt so ein bisschen Endstimmung nach der Geburtstagszeit. Ich kann mich gut erinnern, immer wenn so für mich eine Höhepunktszeit vorbei ist, dann falle ich in ein kleines Loch. Das könnte ja vielleicht auch für dich der Fall sein. Du weißt, du startest jetzt in dein neues Lebensjahr. Bist du wirklich gut sortiert? Hast du alles für dich überlegt, was du gerne machen möchtest? In dieser Woche, in der astrologisch auch für dich nicht so viel los ist, hast du eine besonders gute Gelegenheit, da nochmal über die Bücher zu gehen, dein Jahr zu planen. Vielleicht, Venus ist ja im Skorpion, im Zeichen der Ahnen, hast du auch nochmal Lust, ja, mit Nachrichten von der Anderswelt zu arbeiten, um deine Jahresplanung zu machen. Ja, aber ansonsten denke ich, dass die Karten für dich jetzt die wichtigste Nachricht der Woche haben. Ja, und 2, 3, 1, 0, hier haben wir sie schon. Wir hatten bis jetzt noch keine
Große Arkana. Und hier ist sie schon. Hier haben wir den Hohepriester. Hier haben wir den Verwalter der Heiligen Schriften. Hier haben wir den Schlüsselwächter. Ganz böse Zungen sagen den Hausmeister. Egal. Ja, was ist denn die wirkliche Aufgabe für euch, liebe Waagegeborenen, die nächsten Tage? Zum einen der Austausch mit den Personen, die euch aus Sicht eures Glaubens hier befähigen, Dinge vertiefter zu sehen. Wir sehen ja hier eigentlich einen Baum, der tief verwurzelt ist, seine wahren Werte auch gut zeigt. Und zum anderen sehen wir hier so eine Schlange, ein anderes Getier am unteren Bildrand, das sich so um den Baum mal rumschlängelt. Ja? Hier unten. Und das ist vielleicht auch so die Aufgabe für die Waagegeborenen, jetzt wo das Lebensjahr neu beginnt, wo sind denn eure Wurzeln, wenn ihr euch die Frage stellt von eurem Glauben? Wo habt ihr eure Wurzeln? Wo könnte es hingehen? Wo wäre Wachstumspotenzial für euch dabei? Ja, die Wurzeln haben ja auch was mit den Ahnen zu tun. Ne? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Genau. Und vielleicht ist das auch die Aufforderung, euch einen schönen Baum auszusuchen und mit ihm in Kontakt zu gehen und über euren Stammbaum nachzudenken. Ist auch lustig, dass auf dieser Papyrusrolle oder auf Tora-Rolle, wir wissen es nicht, das Stiersymbol ist. Ne? Ja, weil der Hohepriester ist ja dem Stier zugeordnet. Aber der Stier hat ja auch immer was mit das, was ich persönlich brauche, um mich wohlzufühlen, zu tun. Und vielleicht geben uns die Ahnen, es wird uns ja so hingestreckt, dieses Papyrus, den Hinweis, so kannst du es bekommen, höre auf uns, höre die Nachrichten, folge diesem Weg. Ja. Und mit diesem Folge, diesem deinen Weg, wünschen wir alle Waagegeborenen eine vielversprechende, lehrreiche Woche. Ja. Dies waren unsere Worte für euch. Der Skorpion kommt an die Reihe. Happy Birthday noch einmal, lieber Skorpion. Du hast ja wirklich gerade einen Höhepunkt nach dem nächsten. Du hattest eine tolle Woche mit vielen, vielen Besuchen in deinem Zeichen. Sonne, Venus, Merkur sind nun bei dir. Der Neumond in Skorpion hat stattgefunden und da hast du gleich mal der Sonne das Licht ausgeknipst. Und jetzt hast du auch in der kommenden Woche eine fantastische Gelegenheit, noch einmal so richtig in die Tiefe zu gehen, über Dinge nachzugrübeln, die andere Tierkreiszeichen sich niemals anschauen würden und Erkenntnisse zu gewinnen, die andere Tierkreiszeichen dadurch auch niemals bekommen. Also viel, viel Möglichkeiten, Weisheiten zu erlangen in der kommenden Woche und Roy wird das sicher durch eine Karte bestätigen. Die Kalauer-Königin, die Sonne ausgeknipst. Ah, super. Ja, und da haben wir sie schon. Ui, Hossa, ne? Ja, der geht's zum gut. Geburt, geht's zum, gut zum, zum, zum Geburtstag alles Gute, ne? 9 der Münzen. Und ich finde, das ist sehr schön dargestellt mit dieser wunderschönen, gibt es überhaupt weibliche Fledermäuse? Ich weiß es gar natürlich. Nicht. Natürlich. Natürlich ist noch keine bei mir vorbeigekommen. Und diese Fledermäusin, die ist da wunderschön. Du kommst hier Licht mit Karlauern an. Naja, Licht ausgegeben, Sonne ausgegeben, egal. Nein, auf Pentakels 9 der Münzen. Ja, genießt es, erfreut euch, nehmt es wahr, was ihr im Moment am freudigen, am schönen Erleben nutzen könnt. Die Karte zeigt auch, dass ihr, das kommt jetzt dem Skorpion ein bisschen entgegen, auch eben in Momenten unterwegs seid, die für andere eher spooky sind. Ne? Also ihr seid ja nachtaktive Tiere, ihr habt ein wunderbares Gehör. Ja, also die sind die perfekten Fluggeräte, diese Fledermäuse. Und von daher gesehen, genial, passt für mich sehr gut für den Skorpion, für seine Geburtstagswoche. Ja, wenn man Geburtstag hat, dann
hält man ja auch öfter Rückschau auf das Jahr, das man erlebt hat. Ne? Und da finde ich, passen die 9 der Münzen auch gut dazu. Also was habe ich alles Tolles erreicht? Das ist etwas, worüber ihr nachdenken könnt. Und was nehme ich mir als nächstes vor? Oder all die Projekte, die da im Hintergrund hinter dieser Lady schweben. Genau, was nehme ich davon und lasse es weiter wachsen? Was sähe ich aus, damit ich gut durch den Winter komme? Ja, und dies, liebe Skorpion-Geburtstagskinder, waren unsere Worte für euch und eure Woche. Also das müssen wir wirklich noch üben. Der Schütze ist nun dran und, liebe Schützen, auch für euch ist astrologisch gesehen nicht wirklich, oh nein, ich nehme es zurück. Natürlich ist für euch viel los, denn Jupiter, euer Herrscher, ist jetzt ja vom Widder in die Fische gegangen. Und für euch, eigentlich für das einzige Feuerzeichen der Dreien, ist es ein besonderer Moment. Denn ganz lange war Jupiter in den Fischen im letzten Jahr und bis zum Frühjahr diesen Jahres und hat gerade in euch ganz viel das Thema meine Vision leben getriggert. Jetzt geht er nochmal zurück und ihr bekommt wirklich die Chance, all das, was liegen geblieben ist, wirklich aufzuarbeiten, euch nochmal mit Neptun, dem Planeten der Träume und Sehnsüchte, zu verbinden und zu sagen, okay, alles, was ich dieses Jahr nicht geschafft habe, das schaffe ich im nächsten Jahr. Und zwar könnt ihr dann ab dem 21.12., wenn Jupiter zurückgeht in den Widder, kraftvoll mit der Feuerenergie durchstarten. Bis dahin sammelt ihr euch nochmal und gerade in dieser Woche ist das besonders wichtig. Und Rui erzählt euch auch, wie ihr das noch am allerbesten tun könnt. Mit den 8 der Kelche habt ihr die Chance, emotional vorwärts zu kommen. Und man sieht schon, wie schön sich da diese Schlange um die Kelche windet, um den noch fehlenden 9. Kelch zu erlangen. Auch schön im Hintergrund diese Mondfinsternis. Ne? Also das finde ich auch sehr, sehr, sehr toll dargestellt. Also von daher gesehen wunderbar. Aber auch mit Vorsicht zu genießen, denn emotional fehlt noch etwas. Ihr seid noch nicht über der Ziellinie, sondern ihr seid auf der Zielgeraden. Und darum wäre es für euch, liebe Schützergeborenen, an der Zeit, euch zu sagen, wo will ich jetzt noch diesen 9. Kelch für uns finden? Und vor allem, was fehlt mir noch? Wo bin ich noch nicht ganz? Wo fehlt mir emotional noch das letzte Mosaik? Mir fällt dazu noch ein, dass ja der Spirit Guide da mit diesen Schlangen unterwegs war. Ne? Und da ging es um das Gift, das die Schlangen einem geben können. Aber die Transformation. Genau, aber es ging ja auch irgendwie darum, wenn ich mich mit diesen Schlangen nicht auseinandersetze, dann können sie mich vergiften oder meine Wahrheiten vergiften. Aber wenn ich mich mit ihnen auseinandersetze, dann erlange ich sehr, sehr tiefe Wahrheiten. Also auch hier wieder das Thema Vergangenheit, Zukunft und den wahren Kern herausfinden. Ja. Auch in sich reinschauen und zu erkennen, was fehlt mir noch. Ganz genau. Und dies waren unsere Worte für alle im Sternzeichen des Schützengeborenen. Der Steinbock kommt an die Reihe. Ach nix. Und liebe Steinböcke, für euch astrologisch gesehen weiterhin nichts Neues. Pluto, der Planet, der euch seit 2008 besucht, der ist jetzt langsam dabei, euer Zeichen zu verlassen. Er ist wieder direktläufig. Saturn, euer Herrscher, ist auch wieder direktläufig. Für euch sollte es eigentlich ganz gut laufen, ohne große Ablenkung. Ja, in die Anderswelt schaut ihr sicher auch gerne mal, aber ihr seid ja auch sehr daran interessiert, im Hier und Jetzt auf der Erde voranzukommen. Aber vielleicht kann euch die Anderswelt gerade jetzt besonders gut dabei unterstützen. Das wird uns Rui gleich mit der Karte, die er gezogen hat, erklären. Liebe Steinböcke. Naja. Die Hohepriesterin. Und da hat Kirsten eigentlich schon alles gesagt. Der Planet, der euch schon so lange begleitet, ja, den kennt ihr inzwischen in- und auswendig. Da kennt ihr alle Entwicklungsstufen, alle Ups und Downs
Und diese Hohepriesterin, die hat ja ihre Tora-Rolle gerade und in der liest sie darin und da rezitiert sie daraus und sie macht das Tag ein, Tag aus. Aber sie macht es auch in der Nacht. Das deutet der Mond, den sie in ihrer Krone trägt, an. Und von daher gesehen finde ich das eine sehr schön verschattete Hohepriesterin. Und sie ist vielleicht für euch Steinböcke jetzt schon die Ankündigung, dass sich langsam, langsam dieses Zeichen auch wieder mal verändert. Ja, die Sacha Graham hat die Karten ja speziell für Schattenarbeit geschaffen. Deswegen sind sie auch alle etwas Duster, pastellig ne? düster gehalten und man muss wirklich ziemlich genau hinschauen. Aber ich finde, die sieht sehr interessant aus. Ne? Ich finde es so, als würde sie so im Nebel rufen, aber man muss wirklich genau hinsehen und ihr auch entgegengehen, damit man die Nachrichten lesen kann. Ja, und sie sitzt ja auch zwischen zwei Säulen, zwischen Double D and W, ne? Dark Wood. Und sie hatte ihren Thron und sie hat weniger Monde, sie hat mehr Sterne. Das sieht man vielleicht, wenn ich die Karte ein bisschen höher halte. Ja, seht ihr, da unten hat sie so Sternen, Glitzer um sich rum. Also weniger ein Mond, sondern eher schon so eine ja, Sternengeschichte. Ja, dadurch, dass wir heute so einen schwarzen Hintergrund haben, kommen die Karten teilweise nicht ganz so gut raus. Aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, gerade für Genau. die Anderswelt-Periode. Völlig okay. Und mit diesen Worten für den Steinbock verabschieden wir ihn in seine neue Woche. Ja, der Steinbock kann sich in den letzten Wochen echt nicht beklagen. Doch wie sieht es mit den Wassermännern aus? Liebe Wassermänner, auch für euch ist die Zeit des Nägelbeißens, weil nichts vorangeht, gekommen. Ich meine, sie ist nicht gekommen, sondern sie ist vorbei. Und vielleicht, weil einerseits ist Saturn ja direktläufig jetzt wieder im Wassermann und hilft euch, die Dinge zu konkretisieren, die in der Schwebe waren. Auf der anderen Oder Seite wird Mars jetzt in den Zwillingen rückläufig und da auch ihr ein Luftzeichen wie die Zwillinge und die Waage seid. Zur Waage habe ich da gar nichts gesagt, weil der Waage tut es gut, wenn sie ein bisschen gebremst wird. Ne? Ist das für euch vielleicht auch ein Thema? Also auch für euch Rückblick, wo will ich hin? Was muss ich da aus der Vergangenheit noch für bearbeiten? Und auch für euch gilt, in den nächsten Wochen könnte das immer wieder ein Thema sein. Und Roe erklärt uns, was ihr mit den Karten tun könnt, um ja da gut durchzukommen durch diese Energie. Oh, ja. liebe Wassermänner und Innen und Frauen und Kinder und Opa-Onkel, egal. Du hast angefangen mit den erklären. Also, liebe Wassermänner und Frauen, der Magier hilft euch mit all seiner Kraft, mit all seinen Energien, mit all seiner Macht hier durch diese Phase zu kommen. Und die nächste Woche, da könnt ihr voll reinbauern, da ist eure Zeit gekommen und man sieht es auch, denn auf den Ast oberhalb dieses Magikern sitzt eine Eule. Und diese Eule, die ist ja der Inbegriff der Weisheit, der Inbegriff des Könnens und des Wissens und die gibt euch ganz toll und klare Auskünfte und auch Informationen. Wahrscheinlich ist das so die einzige Karte, die so Licht ist, ne? Weil es ist Wirklich? ja der Magus sozusagen, also der Magier, der fröhlich vor sich hin experimentieren möchte. Aber die Ja. Eule sagt, na, komm mal mit in das Reich der Dunkelheit, bevor Ja, du. das wäre möglich. Oder er ist so ein Zauberlehrling, ja, der da den Besen jetzt findet und dann, hui, dann geht's los. Genau, also er ist noch nicht perfekt. Und er muss jetzt erstmal einige Lektionen lernen. Die nächste Karte ist ja die Hohepriesterin, die wir gerade kennengelernt haben. Aber das finde ich passt auch nochmal sehr gut dazu, dass ihr einerseits jetzt Dinge konkretisieren könnt, auf der anderen Seite aber
ja, da noch immer wieder schaut, dass ihr nicht rausgeworfen werdet durch Fehler, die ihr schon mal gemacht habt und wieder machen könntet. Und Achtung, wer ganz genau hingesehen hat, sieht auch, dass der Magier nicht Äther von oben runterholt, also weiße Energie, sondern dunkle. Ja, das ist schwarz, was da von oben runterkommt. Ja, das stimmt. Also, oder ist es Qualm, der nach oben steigt? Nein, ich glaube, das wird von oben her und gegen unten weniger. Okay. Ja, er holt es so runter, so, hui, wo ist es jetzt, möchte ich es haben, wurscht, und dann wird es alles schwarz. Irgendwann werde ich mal das Buch dazu lesen. Im Jahr 20x. Liebe Wassermänner, dies waren unsere Worte für eure nächste Woche. Ich bin froh, dass die Iris heute keine Fragen und Wünsche gesendet hat. Ja, das wissen wir ja nicht. Vielleicht hat sie das ja getan. Auf jeden Fall, liebe Iris und alle anderen Fische da draußen, egal was ihr getan habt, ihr bekommt eure Karte. Und bevor ihr eure Karte bekommt, für euch ist es natürlich wirklich sehr, sehr schön, dass Jupiter euch erneut besucht, uns erneut besucht. Ja. Denn Jupiter ist ja unser alter Herrscher. Und wenn Jupiter und Neptun, unser neuer Herrscher, sich zusammen in unserem Zeichen tummeln, ja, dann kann es uns eigentlich nur gut gehen. Wir haben die Möglichkeit, besonders intensiv Träume und Sehnsüchte uns nochmal zu visualisieren. Und dafür haben wir Zeit bis ungefähr Weihnachten. Und in dieser Zeit sollten wir uns wirklich nochmal ganz genau klar werden, was wir im nächsten Jahr erleben wollen, aber auch vielleicht in den nächsten 12 Jahren, denn Jupiter ist ein Planet, der 12 Jahre durch den Tierkreis braucht. Er wird uns erst wieder in 12 Jahren besuchen und es ist eine ganz schöne Sache, sich zu überlegen, okay, wo möchte ich in 12 Jahren stehen und dann darauf hinzuarbeiten. Rui, was für eine Karte hast du denn für uns gezogen? Ich habe die 5 der Münzen gezogen. Mhm. Und ich finde, diese Karte ist genial, denn sie zeigt genau das an, was du gerade gesagt hast. Unser Schatz, den wir in uns tragen, ja, versteckt in dieser Baumhöhle, der hilft uns immer wieder, Neues zu pflanzen. Der hilft uns immer wieder, dass wir uns auf unsere Wurzeln besinnen, der uns darauf auch wieder hinweist, hey, das hast du schon alles. Also ganz klar in dieser Energie, die du gerade genannt hast, die uns da 12 Jahre begleitet oder uns vielleicht darauf hinweist, hey, das hast du jetzt in den letzten 12 Jahren gemacht, dieser geheime Schatz, der nicht für alle klar ist, aber für uns sehr wohl. Und wir vermehren den Schatz noch. Und man sollte beim Sprechen auch aufs Atmen nicht vergessen. Ja, das wäre eine gute Sache. Du erschreckst mich immer wieder mit deiner Atemtechnik. Irgendwann wirst du... ja, weil ich so in der Karte drin bin. Ja, du bist so in der Karte, du fängst du das Atmen. Bin so ein Essentiell. Mhm, finde ich super. Gibt es für dich noch etwas, was du der Karte mitgeben möchtest? Ich hätte gerne eine andere Karte gehabt. Ja, ich finde die gar nicht schlecht, weil die zeigt uns, hey, es geht uns gar nicht so schlecht, sondern wir haben bereits alles in uns drin. Also alle, die das Webinar mit Christopher und mir zu den Jahreskarten besucht haben, die wissen, dass Fische sich nochmal eine andere Karte ziehen dürfen, wenn ihnen die Karte nicht gefällt. Alle anderen Zeichen dürfen das nicht. Und die Steinböcke auch nicht? Die Steinböcke dürfen das auf gar keinen Fall. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Heute machen wir das mal nicht. Wir leben mit dem, was da ist. Und vor allem machen wir jetzt etwas ganz Besonderes. Ja. Das hatten wir noch nie. Wir beschäftigen uns mit der Quintessentia. Und Rui, mein Taschenrechner ist bereit. Ja, die erste Karte liegt ja schon hier. Also eine 5. Jawohl. Und dann kommt eine 1. Das macht 6. Und dann kommt eine 2. Moment. Das ist eine 2, sind 8. Kommt eine 8. 16. Eine 9. 25. Eine 5. 30. Eine 10. 40. Eine 9.
49. Eine 7. 56. Eine 0. Und eine 5. 61. Und die letzte Karte. Ach, scheiße. 65. Genau. 6 und 5 ergibt 11. Da hast du schon was zu suchen. Genau. Dann suchen wir jetzt mal die 11 heraus. Die 11. Ja, das ist halt schwierig, wenn man die Karten nicht so kennt. Sie haben oben eine lateinische Zahl. Ah, okay, ja, dann geht's schneller. Hast du recht. Ich glaube, die hast du. Ne, ich hab's. Du hast sie? Ich hab's. Okay. Ich hab die Karte. Na, dann zeig sie uns mal. Aha. Ja, die 11. Finde ich, erinnert ein bisschen an die Hohe Priesterin, auch so. An den Hierophant, nee, an den Hierophant erinnert sie, der auch so in dem Baum drinnen ist. Und die hat da eben zwei ja, Unterstützerinnen, die ihr eigentlich helfen, das Richtige zu finden. Denn die beiden haben die Augen verbunden, die diese Justiz ist. Nee, ist noch keine Justitia. Doch, das ist die Justitia. Wenn sie die Augen offen hat, ist sie Justitia. Ich dachte, die Justitia hat die Augen verbunden. Nur die irdische. Okay. Dann ist es die himmlische Justiz ja von mir aus. Und dann hat sie vor sich die zwei irdischen, ne? Ja, aber die sind ja gefesselt. Also ich glaube, dass das eher ist, dass sie nicht wissen, was jetzt der Richterspruch sein wird. Irgendwie. Um den Richterspruch zu wissen, haben sie die Augen verbunden, damit sie nicht abgelenkt sind, dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, das weiß ich nicht. Ich schaue mal in dem Buch nach. Na, glaubst du, Ruhe. Ja, was schreibt sie? Kannst du mal einen Moment abwarten? Nein. Ja. Was du anderen tust, tust du auch dir selbst an. Ja, definitiv. The Shadow Witch, das ist die Schattenhexe. Also es geht hier um den Moment der persönlichen Wahrheit. Die zwei Maiden sind haben eine wie sagt man eine Augenbinde. Sie können ihre Augenbinde ablegen, sobald sie Verantwortung für ihre Taten übernehmen und ihre Rollen anerkennen. Auch ihre Gedanken, da sollen sie Verantwortung für übernehmen und ihre Entscheidungen. Das ist aber nicht ganz der Realität entsprechend, denn wenn sie ihre Augenbinden abnehmen könnten, dann müssten sie nicht gefesselt sein. Ja, vielleicht schneidet sie sie ja mit dem Schwert frei, sobald sie zu dem stehen, was sie sind. Na gut. Meine Lieben. Super. Ja, ich freue mich ganz doll, dass hier gerade im Hintergrund irgendwas losgeht, was dafür sorgt, dass wir jetzt hier wieder etwas verzögert erscheinen. Aber das bedeutet für uns, dass es Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen. Ja. Kirsten, vielen Dank für die Technik, dass das wieder so geklappt hat. Ich übe noch an Multitasking-Sachen, gleichzeitig Karten hinzulegen, zu bimmeln und euch mit netten Moments und frechen Sprüchen zu erfreuen. Ja, war schön. Ich freue mich. Schreibt uns Kommentare. Nicht vergessen die Glocke. Und ihr vergisst nicht, never give up. Indeed.